So, herzlich willkommen. Wochenabschluss. Wir kommen zunächst mal nach Frankfurt zu meinem Kollegen Patrick Devane. Der DAX im Hintergrund, da gab es jetzt in den letzten Minuten eine doch relativ deutliche Aufwärtsbewegung. Die amerikanischen Wirtschaftsdaten, also die Jobdaten sind draußen, sind sehr gut ausgefallen, komme ich gleich noch dazu. Ansonsten aber trotzdem der DAX in einer gewissen guten Laune, also die Anleger, die da gut gelaunt sind. Ja, tatsächlich. Wir haben ja die ganze Woche über Zahlen gesehen. Wir erinnern uns, die Erwartungen, das hat man gestern schon angedeutet, die werden meist übertroffen. Und heute ist das nicht anders. Man hat ein neues Hoch nochmal gemacht, jetzt gerade infolge der Jobdaten, die, wie du schon angedeutet hast, ich will da auch nicht zu viel vorwegnehmen, besser ausfielen als erwartet. Dementsprechend ging es beim DAX bis 12.435 Zähler nach oben. Das ist doch super. Man macht sich jetzt auf den Weg auf den nächsten Widerstand. Der ist bei 12.575 so ungefähr, sagt es mir ein Händler. Eine Unterstützung hat man im Bereich 12.276, 12.280 ungefähr. Da werden wir wahrscheinlich, es sei denn, die späteren ISM-Indizes werden noch schwächer ausfallen, also Konjunkturdaten auch nicht runterfallen. Ist zumindest nicht anzunehmen hier vor dem Wochenende. Und der Grund ist vor allen Dingen, es fehlen schlechte Nachrichten. Also ich meine nicht, dass wir die jetzt herbeireden wollen, keine Frage, aber es gibt keinen Grund zu verkaufen. Viele Marktteilnehmer sind immer noch nicht drin. Ich war gerade Mittagessen draußen auf unserem Markt, der hier in Frankfurt stattfindet. Und da sagte mir ein Händler einer großen Bank, ja, wenn du so richtig investiert, sind wir noch gar nicht, viel zu wenig. Mein Chef guckt auch komisch, weil die Quote stimmt nicht. Wir müssen eigentlich jetzt mal darauf warten, dass es ein bisschen runterkommt, damit wir dann mitmachen. Wenn es nicht runterkommt, muss er irgendwann teuer einsteigen. Wann das sein wird, bin ich gespannt. Aber Sell May and Go Away könnte dieses Jahr vielleicht sogar ausfallen, genau aufgrund dieser Sache. Es gab noch ein paar Einzelunternehmensnachrichten. Lufthansa, die sind schwächer, vor allen Dingen, weil die Air France-Zahlen enttäuschend waren für das erste Quartal. Die sind wirklich sehr mau ausgefallen. Dann an der DAX-Spitze Adidas, rekordhoch. Tatsächlich, nachdem gestern ja Under Armour die Zahlen gebracht haben, haben es die Herzogenauracher wirklich geschafft, nochmal eine Schippe draufzupacken. Wenngleich man Lieferengpässe hat und Produktivitätsengpässe, das muss man sich mal vorstellen, vor allen Dingen in Nordamerika, da wächst man nur um 3%. Aber in Russland und in China, da läuft es richtig gut. Und der E-Commerce, also der Online-Shop auch, der ist mit 9% mit mittlerweile für 9% des gesamten Umsatzes verantwortlich. Es ist um 40% gestiegen. Da wächst man also kräftig weiter. Dementsprechend die Aktie mit neuem Rekordhoch heute. Und damit dir ein schönes Wochenende. Ganz nebenbei übrigens noch, du hattest ja gerade noch gesagt, deine Kollegen haben gesagt, die Institutionellen sind überhaupt noch nicht so richtig im Markt drin. Das deckt sich mit etwas, was ich gelesen habe letzte Woche. Das waren zwei große amerikanische Banken, die gesagt haben, die Anleger sollten sich darauf vorbereiten, dass es vielleicht zu einem sehr, sehr schnellen Move nach oben kommen könnte, weil eben dieses Phänomen besteht. Viele sind noch nicht drin, die wollen rein und die werden irgendwann auch reinkommen und dann könnte der Markt richtig nach oben gehen. Also dir vielen Dank, schönes Wochenende. So, wir drücken die Daumen, genau so sieht's aus. So, und der Kollege hat es ja gerade gesagt, es ist die Abwesenheit schlechter Nachrichten, die momentan so ein bisschen die Märkte auch nach oben treibt. Sie sehen es. Gut, jetzt gab es hier natürlich schon gute Nachrichten. Ja? Also der Kollege wollte es ja gerade nicht ansprechen. 263.000 neu geschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft. Erwartet worden waren 190.000. Also das ist natürlich schon eine ordentliche Schippe gewesen. Unterstützt momentan auch die Sicht und Denkweise von Donald Trump. Der sagt, unter ihm ist ohnehin alles am besten in der Wirtschaft. Der jetzt aber noch fordert, jetzt braucht die FED eigentlich nur noch die Zinsen senken. Gut, die werden ihm was pfeifen, aber es ist auf jeden Fall seine Forderung. Schauen wir uns mal den ersten Chart an, den ich mit dabei habe. Und das werden Sie vermutlich momentan nicht ganz entziffern können. Das hat auch durchaus seine Bewandtnis. Dieses Unternehmen ist gestern, das ist die Aktie des Unternehmens, das gestern an die Börse gegangen ist in den USA, mit einem riesen Knall nach oben aufgemacht hat, nennt sich Beyond Meat. Der beste Börsengang seit vielen, vielen Jahren. 160% in der Spitze ist die Aktie gestiegen. Und ich habe die Produkte noch nicht probiert. Aber offensichtlich scheint das etwas zu sein, was auch nicht nur die Menschen insgesamt, also die Kunden momentan umtreibt, die ja auch immer weniger Fleisch oder lieber mal einen Ersatz zu einem richtigen Fleisch haben möchten auf dem Teller, sondern auch, was die Börse antreibt und die Anleger. Das sind immer Trendthemen und deshalb geht es so kräftig nach oben. Und deshalb sehen Sie hier unten, ja, also zu 25 emittiert, 45 der erste Kurs und dann ging das relativ zügig hoch bis über 70 Dollar am Ende. Gesettelt 75,65 stand dann am Ende. Wir werden mit Spannung drauf schauen, wie es heute läuft. Denn die Frage, die sich der ein oder andere von Ihnen jetzt stellen mag, soll ich da noch einsteigen? Lohnt das noch? Also, ich habe mal einen kleinen Vergleich. Momentan wird Beyond Meat mit 3,8 Milliarden Dollar bewertet.
Das Unternehmen wächst natürlich stark, von 2017 auf 18 wirklich ordentlich nach oben gelaufen. Aber der Umsatz am Ende im Vorjahr 88 Millionen Dollar und dabei sage und schreibe 30 Millionen Dollar verloren. Also der Trend mag zwar zu einer fleischlosen Alternative gehen und die haben ja auch die entsprechenden Fabriken, mit denen sie das Ganze im großindustriellen Stil abbilden können und die Nachfrage befriedigen können, aber 3,8 Milliarden Dollar für 88 Millionen Dollar Umsatz in der Nahrungsmittelindustrie finde ich ambitioniert. Muss ich jetzt ganz einfach so sagen. Es ist aber auch das erste Unternehmen, das an der Börse ist und das sich damit beschäftigt. Trendthema. Also vorsichtig sein. Ich will hier überhaupt niemandem ausreden, auch mal mitzuspielen und mal zu sagen, Mensch, dann probiere ich es mal, investiere ein bisschen Geld, wenn ich der Meinung bin, da auf der richtigen Seite zu sein. Sie sollten sich nur darüber im Klaren sein. Das ist normalerweise Old Economy, ja, die haben zwar ein neues Produkt, Old Economy, Nahrungsmittelindustrie, sehr hoch bewertet, dürfte irgendwann zurückkommen. Schauen wir uns das nächste an, was wir mit dabei haben. Genau, ich klicke, schauen wir, Restaurant Brands. Weshalb habe ich das jetzt mit dabei? Das ist Burger King, das ist die Konzernmutter von Burger King. Und Sie sehen, neuer Trend, auch hier geht es zur fleischlosen Alternative. Und das Ganze nennt sich dann bei Burger King Impossible Burger. Ja, und das müssen Impossible, Sie sehen ja auch, und es soll fantastisch schmecken. Und was interessant ist, und deshalb habe ich die Aktien mit dabei von Restaurant Brands, die Nachfrage nach diesen Burgern muss sehr hoch sein und sich stark beschleunigen. Also, das könnte natürlich dazu führen, dass dann irgendwann, wenn dieses Trendthema weiter gespielt wird am Markt, ja, und wenn Beyond Meat nicht direkt wieder in sich zusammenfällt, dass die Aktie von Restaurant Brands ebenfalls steigt. Weil es gibt ja auch noch Nestle, die machen den Burger dann für McDonald's. Die wollen ja auch nicht einfach daneben stehen und den anderen das Geschäft überlassen, sondern die machen dann den Incredible Burger. Sie brauchen einfach immer nur irgendwie einen neuen Begriff. Also sehr spannende Geschichte. Die Aktie sollten Sie auf jeden Fall mit meinem Hinterkopf behalten. Und wenn wir da dann sehen, dass es wieder nach oben geht, dann könnte das ein interessanter Einstieg sein, zumal die wirklich günstiger bewertet sind. KGV 22, fünffacher Umsatz, alles in Ordnung. Schauen wir weiter. Amazon. Ja, Berkshire Hathaway hat endlich, ich will nicht sagen Vernunft angenommen, aber er hat wohl erkannt, beziehungsweise nicht er, sondern seine beiden Deputies, die ja mittlerweile auch viel vom Tagesgeschäft für ihn erledigen, also von Warren Buffett, die haben erkannt, dass es sinnvoll ist, jetzt mal bei Amazon einzusteigen. Besser spät als nie, könnte man meinen. Und es geht ja auch immer darum, sie kaufen ja normalerweise ihre Beteiligung und dann lassen sie liegen für die nächsten 10, 15, 20 Jahre. Und dann könnte man natürlich argumentieren, bei Amazon ist noch viel mehr drin. Da ist es jetzt nicht damit getan, dass wir bei 1.900 Dollar sind. Schauen Sie sich an, wie der Konzern wächst, was die noch alles hinten in ihrem Köcher an Fallen stecken haben. Da muss man nicht viel Fantasie aufbringen, um zu sagen, könnte noch deutlich, deutlich, deutlich weitergehen. Also, ist aber natürlich momentan so ein bisschen Gesprächsthema, dass Buffett jetzt tatsächlich auch bei Amazon eingestiegen ist. Übrigens, wie groß dieser Anteil ist, man weiß es noch nicht. Berkshire will sich zu dem Thema erst zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Und hier haben wir die Aktie von Berkshire Hathaway. Also, könnte auch denen jetzt ein bisschen Luft nach oben geben, nachdem wir hier technisch gesehen über die 210er-Marke gesprungen sind, ohnehin ein bisschen aufgaloppt gewesen und vielleicht jetzt schon in diesem Bereich mit den alten letztjährigen Höchstständen mal in Augenschein genommen. Kommen wir zu Tesla. Das ist interessant, weil es gab ja die Kapitalerhöhung und dann diese Berg- und Talfahrt, also zuerst die Talfahrt, dann kam der Sprung nach oben der Aktie. Was war passiert? Zunächst einmal die Kapitalerhöhung angekündigt. Dann hat Elon Musk gesagt, dass er sich selber beteiligen wird und eigenes Geld investieren wird. Und später gab es dann tatsächlich auch noch weitere interessante Informationen, beispielsweise, dass Tesla im laufenden Jahr weiterhin daran festhält, 360.000 bis 400.000 Autos verkaufen zu wollen. Das ist interessant. Interessant fand ich auch, dass Elon Musk gesagt hat, und das ist ureigenste Art von ihm, ja, also, das, was wir jetzt sehen, Autos, Elektroautos und das Solargeschäft und vielleicht alles, was da daneben so ein bisschen läuft, ist ganz schön und nett. Aber den richtigen Punch wird es geben durch das autonome Fahren. Und da hat man ja zuletzt dann angekündigt, eigene Chips entwickeln zu wollen, weil man das eigentlich viel besser kann als alle anderen. Und dieses Geschäft würde Tesla zu einer 500 Milliarden Dollar Company machen. Ja, das ist kernig, das ist nicht gekleckert, das ist mal direkt geklotzt. Mal schauen, ob es die Anleger kaufen. Interessant bleibt für mich die Frage, nach dem Bruch dieses
sehr wichtigen Tiefs, was wir gesehen hatten. Kann die Aktie drüber laufen? Wird es Anschlusskäufer geben? Dreht die Stimmung? Oder ist das am Ende doch nur ein Pullback, der den Ausbruch dann nach unten bestätigt? Werden wir in den kommenden Tagen sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da heute eine Antwort erhalten werden. Activision Blizzard mit doch recht guten Zahlen. Das Problem, ja, der Ausblick für das zweite Quartal war jetzt nicht so toll. Also zunächst mal hat man beim Gewinn über den Erwartungen gelegen, fürs erste Quartal, beim Umsatz über den Erwartungen. Dann kam der Ausblick und der hat so ein bisschen die Laune der Anleger vermiest. Weshalb? Weil das Unternehmen sagt, wir müssen ganz einfach mehr investieren, um gegen Konkurrenzprodukte wie Fortnite dann auch ins Feld ziehen zu können. Und das ist nachvollziehbar. Aus meiner Sicht sicherlich eine strategisch sinnvolle Entscheidung, könnte allerdings für die kommenden Tage dann auf dem Kurs lasten. Die Activision Blizzard-Aktie ja momentan noch im Prozess einer Bodenbildung. Und dann haben wir Expedia, die haben ebenfalls Zahlen gemeldet. Ich finde die spannend, weil sie, wie gesagt, HomeAway vor einigen Jahren gekauft haben. Also so eigentlich der bekannteste und vielleicht auch der größte Konkurrent zu Airbnb. Und da gibt es einen deutlichen Bewertungsdiscount, also einen Abschlag zu Airbnb. Und sollte Airbnb dann an die Börse gehen, dann könnte das ganze Szenario und dieses ganze Konstrukt hier nochmal auf den Plan gerufen werden von den Anlegern, die dann sagen, ach ja, dann investiere ich nicht irgendwie in Airbnb, ja, irgendwelche Fantasiesummen, sondern nehme mir etwas Konservativeres mit Expedia. Also sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, im letzten Quartal leider nicht ganz so gut gelaufen. Der Verlust zwar weniger als erwartet, allerdings auch beim Umsatz unter den Erwartungen gewesen, weil zu wenig gebucht wurde bei den Hotelzimmern. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Erholen Sie sich gut und wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin, tschüss.